Und da sind wir wieder zurück in Minecraft im Kreativmodus. Letztes Mal haben wir über das gesprochen, das will ich jetzt aber nicht wiederholen. Unbedingt. So. Dann setzen wir dem lieben, wie hieß der Junge jetzt? Bürgermeister ein Bett hier hin, weil das ist ja sein Schlafzimmer hier. Vielleicht hat er ja noch eine Frau. Dann probieren wir der Dreck hier aus, ob das alles hier schmilzt, der Schnee. So. Dann Glas. Nehmen wir mal hellblaues Glas wegen dem Eis. Das sieht bestimmt nett aus oder geil aus. Oder Supri. Muss man auch nicht ganz so ausschweifen damit. Mit dem seinem Haus. Und bei Schnee, der ist eigentlich nicht weiß, der ist eigentlich durchsichtig genauso, oder neutral, ne, durchsichtig wie, durchsichtig wie Wasser oder Regen, also Regen ist ja Wasser, aber er ist ja Wasser, was gefriert, und weil das so aufeinander ist, das Licht sich da drin spiegelt, scheint das dann weiß, genau wie bei Milch. Das ist den gleichen Effekt. So, jetzt will ich erstmal die verbrennen hier im Sonnenlicht. Dann kommen die hier oben drauf. So klappt das. Hier müssen wir nochmal weg. Ja, willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Liebe Peter, young we need up the nuts. Um die ganze Geschichte da nochmal so aufzuwärmen, ist nur eure Meinung gefragt, wie reagiert ihr, wenn was ihr wisst, dass die Wahrheit entspricht, und einer bleibt auf dem drauf bestehen, dass das falsch ist, oder dass wir lügen, und er erfindet irgendwelche Tatsachen, die nicht da Wahrheit entsprechend, wie reagiert ihr darauf? Das würde ich gerne mal wissen. So, und feiert ihr auch Karneval? Aber Karneval ist nicht mehr Karneval heutzutage. Finde ich zumindest. Denn's. Weil früher konnte man. Früher konnte man immer schön, egal welche Uhrzeit, konnte man
Zum ersten Zug, glaube beim Aldam oder nee, da ach, irgendwo in der Nähe, weiß ich, Severinstor, konnte mal hingehen, konnte vorher was essen, konnte da gemütlich zur Bühne gehen, konnte sich da hinstellen, konnte da die Musik, der Musik zuhören, könnte mit den Leuten feiern, hat sich dann um 11 vor 11 umgedreht, sind dann in die Nähe von dem Zug oder hat man sich an die Straße gestellt, hat sich dann da hingestellt und hat konnte dem Zug zugucken, hat als Kind Kamelle gesammelt. Aber heutzutage kann man das nicht mehr, da kommt man nicht mehr durch, da sind nur Besoffene, die dann oder Erwachsene, die sich dann vor die Kinder drängeln und denen die Bonbons da wegrapschen und naja. Würde mal sagen, das ist nicht mehr Karneval. So, jetzt machen wir hier. So eine kleine Aussprache. Weil die sind nur besoffen und weiß ich, was die alles da noch nehmen. Die Weiber sind freizügig wie sonst was. Nichts anderes. Ich weiß nicht. Das ganze Jahr über seid ihr schüchtern und sobald ihr Karneval, dann macht ihr die Beine breit und ja. Vielleicht hier. Hier machen wir dann einen Kamin hin. Haben wir hier noch so einen Ofen. Das nennen wir dann mal Kamin. Und bei dem Jungen soll ja hier in seinem Zimmer nicht kalt sein. Ja, dann denke ich mal, ist das soweit fertig, bis hier noch die Fenster reinmachen. Hier könnten wir noch einen Schreibtisch reinmachen, wo er dann seine, also die Bürger empfängt. Dazu brauchen wir einen Zaun in dunklem Holz und Teppich, am besten Schwarz. Bett hat er ja jetzt schon. So, wo knallen wir das hin? Am besten da, so in die Ecke hier. So. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen stark Größenunterschied. So, und dann brauchen wir Treppen, auch im Spatz, im dunklen Holz. Uns hier wieder draufstellen und genau gegenüber dann so machen, wo er sich dann hinstellen kann und ein Lämpchen gibt es hier nicht, warte mal. Lamm, wo steht denn hier Lamm drin? Flamme. Müssen wir das mal so durchgucken.
was wir da nehmen. Wie, es gibt hier auch Schneedazaun. Oh, das können wir dann für das nächste Mal nehmen. Das nächste nehmen. Was wollten wir denn jetzt? Eine Art Lampe, ne? Sind das nur Rezepte? Bitte. Do it. Jetzt haben wir denn einen Trichter? Nee, die geht noch im Zimmer an, das Licht. Weißt du was? Jetzt kriegst du einfach deine Fackel hingestellt oder hier so. Bums und schon. Dann wieder hier rein und dann natürlich sind ja immer da. Gibt es jetzt hier keine Bilder oder was? Alles mit B, Bruchstein. Was ist das denn? Angetriebene Lore. Okay. Dü, was ist das denn? Ein Dreck Baustand. What? So, brauchst du. Ja, ist okay. Ist okay. Ich weiß nicht. So, dann gucken wir das mal so durch. Ich habe ja noch in den anderen Häusern haben wir doch Bilder aufgehangen. Kann das doch hier nicht. Kann das doch hier kann nichts anderes sein. Diesen goldenen Apfel, ja, den brauchen wir auf jeden Fall, weil wegen ISO. Die brauchen wir auch. Was ist das denn? Ziegel. Werkstoff. Gucken wir gleich mal. Ich brauche ein Bild. Ich will ein Bild. Hier gibt es keine Bilder. Okay, dann kriegt er halt keine Bilder. Was ist das denn? Hasenpfote. Jo. Genau. Achso. Okay, da kann man nichts mitmachen. Okay. Dann kriegt der liebe Junge hier noch seine Tür rein. Ja, genau dahin wollte ich die. Ach, leck mich doch an der Föß. Was ist das denn? Sand? Roter Sand? Okay. Ja, die Tür funktioniert. Das ist klar. Das hat mal hellblau, ne? Dieses hier. So, okay. Landen wir erstmal hier gerade drauf. So, das ist der Kamin. Okay. Dann sieht das nach hier aus. Wo?
Macht man das schon? Noch einmal rum oder zweimal rum? Dann müssen wir halt da drunter gehen. Jo, dann kriegt er jetzt noch ein Schild da verpasst. Ich weiß, im Mittelalter gab es so eine Steine nicht, aber ich glaube, die haben auch mit dunklen Sachen gearbeitet. Mein Finger friere mal ab. So kalt ist es jetzt. Kurz was schnabulieren. So. Inventar. Da. Ein Schild. Jo. Das genau so wollte ich das haben. Yo, Bitches. So. Yo. Genau. Muss ja auch ein bisschen hin. Das bisschen hoch, zu tief, ne? So. Irgendwie die. Exklusiv gefällt mir die Ecke hier nicht. So, jetzt brauchen wir wieder Chenet. Schneeball. Mhm. So. Könnten irgendwie auch mal die Tränke ausprobieren, was damit passiert. Oder was damit machen kann, man machen kann. Da, was ist das? Passiert da? Jetzt haben wir hier ein Loch reingemacht. Das hat mich nicht. So. Da passiert ja gar nichts. Was soll das Ding? Kann man da vielleicht die Creeper was mitmachen? Was soll das Ding? Die sind ja unnötig. Ich muss was zum Spielen haben. Da. Wo ist das denn? Erfahrungstrank? Was kann man eigentlich? Enderperle, Enderauge. Ich will mal was ausprobieren. Ob das hier auch funktioniert. Hier kann man gar nichts damit machen. Gut, dann Enderauge vielleicht. Mhm. Gar nichts passiert da. Keine Ahnung. Ein Piu-Piu-Geräusch. Hallo. Okay. Da!
Keine Ahnung, was da passiert. Die schwimmen und dann fallen die da runter. Buff, 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 buff. Okay. Das kommt alles nur von uns. Okay. Okay, naja. Eine doofe Spielerei. Schneebälle. Hallo. Das darf es mir nicht geben. Ja, sowas. Und dann noch unendlich. Ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Kann man doch was mit kaputt werfen? Nö. Tank, 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 tank. Puff, 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 puff. Kann man da was mit einfrieren? Nee, glaub nicht, ne? Nur das platsche Geräusch hört man. Was ist das denn? Feuerwerkstern. Nö, da passiert nichts. Das ist uninteressant. Erschaffe Ocelot. Oh, eine Mietzekatze. Eine Mietzekatze. Eine Mietzekatze. Na? Der Hausmeister. Der Hausmeister hat ganz viele Mietzekatzen. Oh. Ich habe was vergessen zuzumachen. Ja. Was ist denn? Hey, Leute. Kann man die auch abwerfen? Aber denen ist das scheißegal. Guck mal. Der guckt hier. Was ist hier los? Ach, jetzt. Ding, 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 ding. Ja. Das ist, wenn man, wenn einer ein bisschen bekloppt ist. Ach, mach doch mal, was ich will. So. Das ist jetzt noch ein Block. Ich wollte nämlich das hier machen. Natürlich geht das hier. Ach so. Ich wollte hier so eine Kätzchenbombe machen, wenn das hier funktioniert. Super geil. Ach, die werden ja auch größer. Schön. Cool. Geil. Ich finde Katzen super geil. Das ist schön doof, dass man nichts in die Luft bauen kann. Ich will noch so eine Kätzchenbombe machen. Eine Mietzemau-Bombe. Ja, man muss aber ab und zu mal ein bisschen Scheiße bauen, oder? Das Leben kann ja nicht immer nur... Ja. Mann! Lass mich doch mal... Ich glaube, das reicht doch auch vollkommen. Na! Noch ein Versuch.
Piu 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 piu. Und jetzt? Ja, ist immer zu weit weg. Ne. Du willst mich doch verarschen, oder? Und jetzt. Miau, 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 miau. Okay, dann lasse ich euch mal mit diesen Impressionen alleine. Das kann man alles noch ein bisschen umgestalten. Vielleicht machen wir einfach keinen Schnee an dem Wegesrand. Dem Haus ist das ja egal. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Und jetzt haben wir hier alles Katzen rumlaufen. Otzelotze. So, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.